but just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tutorial Thursday. Heute muss ich es leider mal am Freitag machen. Ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft aufzunehmen, hochzuladen oder auch die Tage davor. Ich hatte ein bisschen was zu tun. Deswegen hoffentlich verzeiht ihr mir das. Ja, schreibt eure Vorschläge, wie gesagt, für den nächsten Tutorial Thursday unten rein. Würde mich freuen, wenn ein paar Schläge mal in den Kommentaren stehen würden. Und wer nicht weiß, was dieses Projekt ist, schaut auch mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich nämlich einen kleinen Erklärtext hingeschrieben. So, heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Open Broadcaster aufnehmt und meine besten Einstellungen. Open Broadcaster ist ja ein recht gutes Programm. So gesagt, zwei in einem. Man kann live streamen und man kann Spiele aufnehmen in recht guter Qualität. Also es zieht wirklich sehr wenig FPS im Gegensatz zu Fraps. Und zwar seht ihr ja hier dieses große Fenster. Unten links gibt es erstmal ein Szenenfenster. Dort müsst ihr erstmal eine Szene erstellen. Dafür macht ihr einen Linksklick, geht auf Szenen hinzufügen und gibt der Szene dann irgendeinen Namen. Ist ja egal, Szene 1, Szene 2, macht ja nichts. Dann rechts daneben steht Quellen. Da macht ihr wieder ein Linksklick. Klick wieder hinzufügen und geht auf Game-Aufnahme, weil ihr wollt ja ein Spiel auswählen, ne? Dann geht ihr mal auf die Game-Aufnahme drauf, wenn ihr das erstellt habt, dann müsste so ein Fenster kommen, dann geht ihr auf Wähle die Anwendung und bei der Anwendung müsst ihr dann natürlich dementsprechend das Spiel auswählen, das ihr aufnehmen wollt, Minecraft, FIFA, CSGO und hast du nicht gesehen, TTT zum Beispiel, ne? Also ich denke mal, das sollte nicht so schwer sein zu verstehen. Dann kommen wir zu den ganzen größeren Einstellungen, da geht ihr wieder zurück auf dieses große Fenster und geht oben auf Einstellungen, da steht neben Datei, Profile, Szenensammlung und Hilfe müsste bei euch stehen. Da geht ihr auf Einstellungen. Dort gehen wir jetzt mal die ganzen Reiter nach und nach durch. Also dann, bei allgemein Sprache Deutsch ist ja selbstverständlich. Und beim Einstellungsprofil könnt ihr auch irgendwie einen Namen geben oder nicht. Das ist einfach nur so just for fun da. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas bewirkt. So, dann machen wir weiter mit der Codierung. Das ist halt von Internet zu Internet unterschiedlich. Habt ihr ein schnelleres Internet, dann könnt ihr bei der Bitrate, so wie ich, auf 30.000 stellen. Den Encoder am besten lasst ihr auf X264. Und unten bei der Audio-Codierung, da könnt ihr die Daten auch eigentlich so übernehmen, wie ich sie habe. Wie gesagt, wenn ihr ein etwas langsameres Internet habt, müsst ihr die Bitrate ein bisschen nach unten stellen und die Qualität ansonsten laggt es zu sehr. So, die nächste Einstellung sind die Broadcast-Einstellungen. Oben bei Modus geht ihr auf nur Dateiausgabe, nicht auf Livestreaming, sondern auf nur Dateiausgabe. Darunter auf Dateifahrt müsst ihr halt euren Ordner auswählen, wo die Videos gespeichert werden sollen. Den Rest könnt ihr so lassen. Bei Video natürlich die Grafikkarte, steht eure Grafikkarte mit Standard. Dann die Basisauflösung, natürlich 1920x1080 bei mir. Seitenverhältnis 16:9 sind die Bildschirme und Monitor. Wenn ihr zwei Monitore habt, müsst ihr gucken, entweder Monitor 1 oder 2. Das könnt ihr bei der Systemsteuerung herausfinden. Unten bei Auflösung herunterskalieren macht ihr einfach gar nichts. Ja, da könnt ihr das so stehen lassen wie bei mir. FPS natürlich 60 oder 30 oder 50, je nachdem. Dann bei Audio, Desktop, Audiogerät, Standard, Mikrofon, Audiogeräte deaktivieren. Falls ihr nicht mit dem Open Broadcaster Mikrofon aufnehmen wollt, falls doch, müsst ihr dafür euer Mikrofon auswählen bei Mix und Audiogerät, ne, und so weiter und so fort. Bei Hotkeys versteht sich auch von selber. Bei Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, am besten nehmt ihr die gleiche Taste. Ich habe jetzt die 0 auf der 10er Tastatur, also rechts auf der Tastatur ist ja auch so ein kleines Zahlenpad, da habe ich die 0 ausgewählt, ist für mich am einfachsten, ist am besten zu erreichen und den benutze ich auch nicht so häufig in den Spielen jeweils. Das wäre auch ganz wichtig. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Wie gesagt, ganz wichtig nochmal bei den Broadcast-Einstellungen, bei der Codierung. Das müsst ihr halt separat für euer Internet machen, weil jedes Internet ist natürlich ein bisschen anders. Der eine hat ein schnelleres Internet, der andere hat ein langsameres Internet und deswegen muss man das von Internet zu Internet ein bisschen anders einstellen. So, das war der Tutorial Thursday für heute. Hat diesmal ein bisschen länger gedauert als 3 Minuten, und zwar auch ein bisschen mehr. Hab's leider nicht in unter 3 Minuten geschafft, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und auf jeden Fall auch eure Vorschläge für den nächsten Tutorial Thursday, weil das ist ein Community-Projekt, deswegen gehe ich auch gerne immer auf die Vorschläge von euch an, aber wenn nichts kommt, dann muss ich mir halt selber was ausdenken. Ist ein bisschen schade, aber naja, würde mich freuen, wie gesagt, wenn Vorschläge unten rein geflattert kämen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch ein schönes Wochenende. Heute beginnt ja die Europameisterschaft und dann mal gucken. Macht's gut, bis dahin, ciao!